Liebe Leute, ich habe mal wieder einen Fehler gemacht. Das passiert mir ab und zu mal. Ich sage gleich warum. Und zwar Asgandhi hatte mir geschrieben, Veganismus ist doch aber eine gute Lösung, hat doch aber gute Lösungsmöglichkeiten für einige Probleme unserer Zeit zu bieten. Dabei geht es auch noch um viel mehr als Tierrechte. Den Veganismus nur als Modeerscheinung mit aufzuzählen, scheint mir ungerechtfertigt. Da habe ich zu Anfang geschrieben, ach je. Naja, weil. Je nochmal, ich habe nur mal meine Erfahrung, aber das bitte dahin. Aber ich schrieb jetzt eben gerade dieses und werde das gleich lossenden. Bitte verzeihen Sie mir, ich sage im nächsten Video warum. Dann lösche ich die ersten beiden Worte. So, das mache ich jetzt. Das habe ich abgeschickt. Und jetzt lösche ich die beiden Worte nochmal. Also das kann übrigens jeder, ne, seine eigenen Kommentare nochmal verändern. Das geht. Bei jedem Video mit diesem, wie heißt das Menü? Naja, diese drei Punkte. So, jetzt lösche ich das, dieses Ach je, und lasse das aber so stehen. So, jetzt zum eigentlichen Grund. Warum? Ich bin dann natürlich, ich gucke ja gerne, wer mir da schreibt, auf diesen Link gegangen und habe das aufgemacht und sehe alternative Heilmittel. Ja, gut, aber vor ungefähr 10 Jahren ist ein sehr guter Schulfreund, also eigentlich auch so, Freund, wir haben uns noch bis zum Schluss standen wir in guter Verbindung, gestorben. Und damals habe ich mal nachgeforscht, was das Thema Krebs auf sich hat. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Und dann habe ich dieses Video hier angemacht. Ich darf das jetzt nicht anmachen, aber ich verlinke euch dieses Video hier. Also nicht jetzt unbedingt Nasrin Al-Gandhi, sondern dieses Video werde ich euch verlinken. Es ist der Hammer. Das passt nämlich wieder mal in sämtliche Geschehnisse der letzten Zeit. Ich hatte euch doch von Professor Dr. Stöcker, dem Menschen berichtet, der dieses, pardon, jetzt hätte ich beinahe auch Vakzin gesagt, ich mag das Wort nicht. Und zwar diesen Impfstoff entwickelt hatte, der super gewirkt hat, der auch entsprechend, den er selbst an sich und an seiner Familie ausprobiert hat, und das alles natürlich legal, aber den man jetzt vor Gericht am liebsten zerren wird, weil er hatte einfach gesagt, Leute, das ist ein tolles Mittel, da kann sich wer will impfen und mir hat es nicht geschadet, im Gegenteil, auch anderen Leuten nicht. Er hat bis zu 100 Freiwillige durchgeimpft, was erlaubt ist, wusste ich auch nicht, nichts mit Menschen versuchen, und den man jetzt versucht, durch den Dreck zu ziehen. Ja, warum wohl? Er hat ja nicht mal ein Patent dafür veröffentlicht, für seinen Impfstoff, den er entwickelt hat. Ich bin kein Impffreund, ne? Das also möchte ich mal gleich unserer Community hier nochmals sagen. Aber wenn ihr Leute habt, die ihr mögt und die wirklich sich unbedingt impfen lassen wollen, ja, je nochmal, dann, ne, dann wäre das eine Alternative und ist nicht so schädlich. So, seid gespannt auf dieses Video. Es geht nämlich um Folgendes. Ich habe damals schon, als ich wegen meines Freundes nachgeguckt habe, Methadon als Krebsmittel. Mittlerweile wird es zerrissen, fast überall zerrissen. Und ich werde euch auch auf diesen Artikel verlinken. Alles unten in der Videobeschreibung. Wie man da hinkommt, habe ich zigmal gesagt, vielleicht mache ich dann noch einen Link dazu nochmal. Und zwar mit dieser Dr. Claudia Friesen, das ist eine Forscherin. Und Überschrift: Krebspatienten können mit DL-Methadon nur gewinnen. Neben anderen Fragen, es lohnt sich durchzulesen, ich lese das nicht alles vor, das dauert jetzt viel zu lange, kann DL-Methadon als Wirkverstärker für Krebstherapien und Strahlung fungieren. Gesunde Zellen werden dabei geschont, da ihre Oberfläche wenige oder keine Opioidrezeptoren besitzt. Also da an gesunde Zellen können Opioide nicht so andocken, so könnte man es locker sagen. Und DL-Methadon hilft dem Krebstherapeutikum besser und stärker in der Krebszelle zu wirken. Das war damals ein Zufallsfund. Es gibt auch einen Dr. Hilscher, glaube ich, heißt er. Und das war mir damals alles schon mal in Erinnerung, hatte ich aber vergessen. Und mich hat eben Nasrin Asgandhi darauf hingewiesen. Und da bin ich ihr sehr dankbar. Und deswegen auch meine ursprüngliche Rücknahme, also meine Kommentare. Rücknahme. So, wie das alles zustande gekommen ist, das steht hier alles ganz locker, auch in, sagen wir mal, ganz lockeren Worten. Man muss da kein Doktor der Medizin sein.
Auf jeden Fall hat diese Forscherin durch einen Zufall, weil sie nämlich damals versucht hatte, irgendwelche Zusammenhänge zwischen Opioiden und Krebszellen einfach bloß mal zu erforschen, hatte diese Frau es tatsächlich rausbekommen, dass wenn Leute, die eigentlich schon, nee, ich möchte nicht zu viel verraten, guckt es euch an, lest es selber. Nur eins weiß ich, und deswegen auch das Passende zu dem Dr. Stöcker. Ja, zuerst hat sie einen Preis dafür gekriegt. 2016, sagt sie, erhielt ich für diese Forschung und für die Daten der Patientenfallberichte einen Preis von den deutschen, österreichischen und schweizerischen Gesellschaften für Hämatologie und medizinische Onkologie sowie einen Preis von Mamazon, meinetwegen. Gut. So, mittlerweile kooperieren viele Ärzte mit mir und so weiter und so fort. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Dann wurde diese Frau, da hat sie nicht nur Gegenwind bekommen, dann wurde diese Frau aus allen möglichen Studien entfernt, rausgelöscht und war tatsächlich eine ganze Weile nicht mal mehr aufzufinden. Kennen wir das nicht? Sie wurde damals, ja, ach nee, lest es euch selber durch. Ist das eine. Also, das hier lohnt sich auf jeden Fall schon, überhaupt bei Google einzugeben, weil mittlerweile liest man wieder was wieder darüber, allerdings fast nur Schlechtes. Die böse, böse Doktorin, der böse, böse Doktor. Was das für unmögliche Menschen sind. Das passt doch wieder mal, oder? Warum? Methadon ist seit bald 100 Jahren bekannt als Opioid, als Schmerzmittel. Und diese Zufallsfunde, die auch dieser Dr. Hilscher bestätigen kann, denn der war in irgendwelchen Heimen noch als sterbebegleitender Doktor mit dabei, der auch festgestellt hat, Donnerwetter, die Leute lebten viel länger. Diese beiden, die haben sich in diesem Fall gegen die Pharmalobby, ohne dass es böse gemeint hatten, aufgelehnt. Denn Methadon kostet fast nichts. Da gibt es keine Patente dafür, das ist bekannt. Und bevor jetzt noch jemand sagt, Mensch, das nehmen doch die Junkies und so weiter als Ersatz, ja, richtig, aber in viel, 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 viel höheren Dosen. Als Schmerzmittel wird es nur mit ganz wenig, 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 wenig Menge eingesetzt, sodass da auch wirklich nichts passieren kann. Damals habe ich noch gesagt, naja, und wenn ich Krebs kriege, mir doch egal, dann werde ich mich schon wieder daran erinnern. Ich habe aber die ganzen Jahre nicht mehr dran gedacht. So, das war's jetzt. Ich glaube, ihr habt viel genug zum Nachstöbern, zum Lesen. Ich mache es wie folgt. Ich werde euch nicht nur diesen Artikel direkt verlinken hier über die Doktorin, sondern ich werde euch ganz einfach mal hier dieses als, ja, als möglichen Link mit angeben, sodass ihr leichter gucken könnt. Wer dann richtig scharf nachgräbt, der wird natürlich auch die positiven und noch anderen Artikel über diese Ärzte finden. Aber deutlich, deutlich, wenn man der Pharmalobby ins Handwerk pfuscht. Deswegen weiß ich nicht, was mit diesem Video hier passiert, aber ich mach's mal, ich versuche es mal so unauffällig wie möglich in der Überschrift zu machen. Na denn, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Meins ist dadurch schon wieder etwas besser geworden. Also, bis später, bis zum nächsten Video. Macht's gut, tschüss.